Und willkommen zurück zum Let's Play Golden Sun 1 mit Jocke, euer Kommentator. So, wir haben an dieser Stelle aufgehört, doch momentan, das ist so geplant, das ist gewollt, muss ich mir eine Zigarette anzünden. Ja, mein Gott, ich vergifte mich, ich weiß. So viel Zeit haben wir ja noch, so viel, ja. So, okay, dann, nein, oh, ich drücke immer die falsche Taste. Ja, hier müssen wir hin. Nein, hier müssen wir nicht hin. Jacke, meditierst du auch fleißig jeden Tag ab alle Fälle? Ja, ja, klar. Sehr gut, die Technik mit der Sohn hilft der Frieden in unserem Dorf aufrechtzuerhalten. Wenn jeder so wäre wie du, hätten die Geschehnisse vor 3 Jahren einen anderen Verlauf genommen. Ja, wir können ja mal einfach... Jacke, untersucht den Psychstein. PP des Ziels wiederhergestellt. Ja, das ist toll. Wir haben sie noch nicht mal eingesetzt. Nein, oh Mann. Nein. Wo war das nochmal, wo wir jetzt hin müssen? Ich weiß es nicht mehr. Also ins Hotel war es nicht. Hier war es auch nicht. Hier war es auch nicht. Nein. Nein. Hier war es. Hier, glaube ich, war es doch, oder? Nein. War es hier? Nun, wenige Menschen außerhalb von Vale verfügen über die Macht der Psy. Daher bedarf es für uns einer Erlaubnis, um das Dorf zu verlassen. So bleiben das Geheimnis bewahrt. Gewahrt. Jetzt weiß ich über, wo ich hin muss. Mein Gott, nee, das gibt's doch nicht. Ich glaube, war das auf dem Berg? Ich weiß es gerade nicht. Mann, wie peinlich. Es ist peinlich. Wir gehen einfach mal. Wir gehen einfach mal hoch. Noch weiter hoch. Mensch, Opa, aus dem Weg. Wir sind wichtig. Macht Platz, ich bin wichtig. Nein. Macht Platz, ich bin wichtig. Ich denke mal, da wir ja zum Berg wollen. Ja, ich denke mal, das ist richtig. Willkommen, müde Wanderer. Wie kann ich euch beleben? Entgiften? Schutzaura? Oh, nein. Das war falsch. Dann gehen wir einfach mal hier an. Hier lang. Oh Mann, ich verlaufe mich gerade total. Sie scheinen nur wenig über die Geheimnisse des Heiligen von Sol zu wissen. Wie schon wieder. Die Elfen von Vale gewähren nie an den Zutritt. Nicht einmal Graydon. Graydon. Uns, er uns zum Nützen sein kann? Sein Wissen ist nicht zu unterschätzen. Wir können es nutzen. Aber er ist noch viel sturer, als wir erwartet haben. Und er ist gerissen. Gerissener, als man es glauben würde. Wenn er nicht freiwillig geht, können wir noch immer... Oh, das ist ja wohl schon wieder bewährt. Ihr da, was macht ihr da? Was wir hier machen? Habt ihr unser Gespräch belauscht? Nein! Ich denke, dass es euch beim Wort nehmen sollte. Hey, ihr seid doch die, die hier herumgeschlichen sind. Herumschleichen? Wer bist du, dass du es wagst, mich zu beschuldigen? Also hat sich Graydon mit euch verabredet? Ja, wir wollten gerade zu ihm gehen. Ist diese Verabredung wichtig genug, um uns zu vertreiben? Ja. Pfah! Wenn euer Auftrag wichtiger ist als unserer, dann geht. Ihr lasst uns gehen? Bist du sicher, Saturos? Menadi, wir haben keinen Grund, diese Kinder noch länger aufzuhalten. Cool. Lass uns gehen, Jacke. Tschüss. Wer waren sie? Sie wissen bereits zu viel über den Heiligtum von Sol. Dinge, die nicht mal die Ältesten von Vale wissen. Und was haben sie über die Elemente gesagt? Die Elemente der Alchemie, Erde, Wasser, Feuer und Wind. Planen sie, sie zu mobilisieren? Und die 4 Elementsterne sind der Schlüssel?
Das sind Dinge, die nicht mal ein erfahrener Gelehrter der Alchemie, wie ich jetzt bin, wissen kann. Ja, so sieht es aus. So, gehen wir mal einfach zu Gwen. Oh, Jacke! Du siehst aus, als würde dir etwas auf den Herzen liegen. Mir? Nun... Es geht um diese beiden, nicht wahr? Saturus und Menadi hießen sie doch. Sie sind doch immer da draußen. Sie sind sehr hartnäckig. Wollten sie etwas von dir, Quain? Das scheint der Fall zu sein. Was meinst du mit das scheint? Der Alephwerk und das Heiligtum von Sol. Sie sprachen davon, als hätten sie alles mit eigenen Augen gesehen. Oh mein Gott! Ist das nicht merkwürdig? Ja. Ja, man kann den Alephwerk nicht einfach so betreten. Und wenn sie heimlich eingedrungen sind, dann könnten sie Diebe sein. Wir müssen den ältesten Rat und Dorfbewohner informieren. Moment noch, wartet. Ich weiß noch nicht, wie akkurat ihre Aussage waren. Wir können nichts unternehmen, bis wir einen Beweis für die Dinge haben, die sie mir erzählt haben. Was sollen wir dann tun? Nun, wir gehen und holen uns den Beweis. Du meinst, wir sollen selbst ins Heiligtum von Sol gehen? Ist das nicht unmöglich? Warum sollte es? Nur weil es verboten ist, den Alphex zu erkleben? Ja. Wir wollen ja nur herausfinden, ob sie wirklich dort waren. Das ist sicherlich akzeptabel. Wenn uns niemand sieht, geht das doch in Ordnung, oder? Ja. Stimmt, wir haben ja schließlich nichts Übles im Sinn. Das soll einfach unser Geheimnis bleiben, ja? Ja. Dann ist es beschlossene Sache. Ja. Du solltest unser Anführer sein, okay? Jacke? Geil, ja, klar, ja, auf jeden Fall. Zwischen den Alphwerk und Heiligen von Sol ist es nicht ungefährlich. Aber du wirst das doch schaffen, oder Jacke? Du bist viel unsichtiger als Garrett, Jacke. Das geht schon klar. Boah, jetzt ist er beleidigt. Du musst nicht so unverblümt sein. Mein Gott, was für eine Wortwahl. Na du, was hat er denn damit? Ich glaube, wir haben die richtige Entscheidung gefällt. Und so, hier muss ich sofort einen Cut machen, sonst überschreite ich wieder die zulässige Gesamtdauer für ein YouTube-Video. Wir sehen uns im nächsten Teil und werden an diesem Teil genau weitermachen, wo wir aufgehört haben. Bis gleich!